Ja, meine Damen und Herren, es ist der 15.06.2019. Ja, und wir kommen hier einmal zu einem sehr erleuchtenden Sendebeitrag. Der wurde uns da einmal wieder zugespielt. Wir dürfen die Quelle hier nicht benennen. Ja, seien Sie nicht überrascht, wenn Ihnen da das Wort irgendwo einfach in den falschen Gehörgang geht. Das kann vorkommen. Ja, nehmen Sie auch nachträglich wieder Abstand, wenn Sie der Meinung sind, Sie haben sich verhört, das wollten Sie nicht hören. Nein, schalten Sie sich sofort raus, wenn Sie das nicht mehr ertragen können. Ja, und dafür gehen wir einfach mal hier Ton ab. Einfach Ton ab. Unsere Konserve zugespielt, na wunderbar. So, sagen Sie mal, Sie sagen, Sie sind der Teufel persönlich, ja? Ja, mein Name ist Teufel, ich bin der Teufel, ich komme aus der Hölle. Ja, ich bin der, weiß ich nicht, ja, ich bin alles. Gegen jede Religion, gegen alles, ich bin ein Anarchist, ich bin der schlimmste Mensch, den Sie sich überhaupt nur vorstellen können. Ja, wie machen Sie das mit dieser Art und Weise? Sie sind also ein Scheusal sozusagen, ja? Ja, das ist das bessere Wort. Teufelchen geht eigentlich gar nicht. Ich bin wirklich ein Widerling der Gesellschaft. Ja, ich treibe jeden da zur Weißglut. Ja, und ja, ich bin der Widersacher der Gesellschaft. Ja, schön, Sie sind ein Widersacher der Gesellschaft. Sagen Sie doch einfach mal irgendetwas, was irgendjemand auf die Palme bringen könnte. Ja, ich sage einfach mal, diese ganzen Klimafuzzis, das sind Ökoterroristen, die die Gesellschaft terrorisieren. Ja, das ist, ja, das machen die irgendwo, ja, die sagen, sie wissen, was Kohlenstoff betrifft, ja, und dass das unser Klimaheizer ist, ja. Ja, nun schön, nehmen wir doch mal an, wir glauben denen das, dass das so ist. Wir wissen ja, dass das nicht stimmt, aber wir folgen mal deren ihre Theorie. Haben Sie da was schön Teuflisches, was Sie denen da mal sagen können? Ja, ich sage mal, ihr Ölfuzzis, ihr seid Anti-Islamisten. Euer Scheiß Kohlenstoffzeug da, wo ihr der Meinung seid, das macht hier die Verbrennungsveranstaltung alle zur Hölle. Das kommt aus einem scheiß schwarzen arabischen Ölloch. Ihr müsst denen das sagen, macht diese Löcher dazu und endlich diese Quellen endlich dazu. Ja, wir wollen hier eine schöne Luft haben, die sich nicht mehr erwärmt. Das heißt, euer ganzer Klima. Der ganze Klimahype, der da die 1,5 Grad da wohl höher machen, angeblich, daran ist der islamische Moslem, dieser Verbrecher, ist der Wirtschaftsverbrecher eures Ökosystems. Und ihr habt nicht den Mut. Ich lach mich tot. Ich bin der Deibel eurer selbst. Ich folge euch. Ich bin das Gewissen in eurem Rücken. Ja, ihr lauft vor mir daher. Ich bin es, der euch die Wahrheit sagt. Ihr seid zu feige, denen es zu sagen, dass ihr da, der Islam, ihr seid die wirklichen Klimaverbrecher. Ja, das haben Sie mal gesagt. Also wunderbar. Da sind Sie wirklich ein kleiner Teufel. Also Ursache und Wirkung wird da irgendwo kaum benannt. Die sagen immer, man soll irgendwas machen. Jetzt sind Sie ja so weit alle, Sie sollen irgendwas machen. Ja, wir sollen irgendwas machen. Wir sollen irgendwie da was machen, natürlich, ja. Nur es wird nie etwas gemacht werden. Wir werden an diesem Kohlenstoff verbrennen, wie eine Supernova. Unsere Erde, sie wird zerplatzen an überdehnter Klimaerhitzung. Das ist ja vollkommener Wahnsinn, was Sie da sagen. Sie müssen einfach mal sagen, Sie sind nun wirklich ein Scheusal der Gesellschaft. Ja, bitteschön, als Scheusal der Gesellschaft haben Sie das jetzt mal herausgefiltert, dass Sie sagen, die Ursache eines Kohlenstoffanteils, welches sich hier in unsere Luft hinein verpestet, das liegt wirklich in dieser scheiß schwarzen Ölquelle und niemand hat es erkannt. Ja, das ist so, weil es nur geistige Tiefflieger von Ursache und Wirkung gibt, die da irgendwo nicht mehr durchblicken. Nein, sie wissen es nicht. Nein, sie bauen eine Theorie auf und wollen dich treiben. Du sollst es als solches erkennen und sollst dich dagegen stellen. Ja, natürlich. Ja, dagegen stellen, wunderbar.
Ja, man soll sich irgendwo von einem Panzer auf der Straße einfach mal so wegräumen lassen für irgendwas in einem Protest, oder man lässt sich da irgendwo da in Ursache und Wirkung total verheizen. Ja, das ist es doch. Ja, das ist doch irgendwo, da wird doch eine Tyrannei irgendwie, und die wird dann am besten noch in Militanz getrieben. Ist das nicht so? Ja, dann geht es erst richtig los, wenn es mit diesen Kohlenstoffteilchen, wenn uns die Raketen von Kriegen um diese Streiterei absolut um die Ohren fliegen und irgendwelche Leute in ihren Dörfern da in Westdeutschland oder weiß ich nicht, in der Schweiz, egal, im kleinen Dorf wo sitzen und sich gehässig freuen. Ja, ja, es musste ja so kommen. Ja, das haben wir ja alles gewusst. Ja, das ist mal so. Das haben wir alles gewusst, natürlich. Und deshalb wird das alles immer so dahergeredet in den Medien. Ja, da hinter diesen Geistern, da steckt genau das, was eigentlich ihre offen ausgesprochenen Scheusal-Ansichten darstellen. Das ist es doch. Das muss man doch auch mal sehen, ne? Ja, das ist so. Ich sage es als Scheusal. Ihr seid ein Scheusal. Ich kenne eure Gedanken. Ihr wisst es. Dass das alles aus diesem scheiß Ölloch da, dieses schwarze, dreckige Ölloch, da kommt doch eure Krise her. Das ist diese Hetze, die ihr da treibt. Ja, das ist ja wirklich wie ein Ruf aus der Hölle, was sie da betreiben. Ja? Die Menschen werden sich freuen, wenn sie einmal da den Aufklärer spielen als solches. Na, im tief verfinstersten Gedanken, auch da, wo sie hinterfragen, oh, wo ist das Übel? Oh ja, wo stehen sie an der Schwelle von ihrem eigenen Untergang? Da muss man doch endlich mal Erkenntnis gewinnen. Ne? Das ist nicht so. Ja, das ist meine Meinung. Ja, wir müssen alle untergehen an der versagten Erkenntnis, es nicht gewusst zu haben. Natürlich, ja, es werden sich alle, die im Ölgeschäft stehen und alle, die am CO2 da irgendetwas tilgen, sie werden sich freuen, die Heizspirale ihres Geldes immer weiter aufzublähen. Ja, das ist ja wirklich, das ist ja, das ist ja CO2, ist das vielleicht auch noch will man damit den Himmel und den Herrn erreichen vielleicht? Kann man das jetzt auch noch? Ja, das ist es. Natürlich, wie in einem babylonischen Turm, die Gedanken, sie müssen sich hoch spiralisieren zu des Herren. Oh, lieber Gott, sage mir, was werden wir tun? Ja, wir wissen nicht. Ja, sie wissen es doch nicht. Das ist doch so. Die wissen nicht, dass das aus diesem scheiß schwarzen Loch da kommt. Das ist denen einfach nicht. Die sagen immer, das kommt bei ihnen irgendwo aus ihr Puff da. Irgendwo, was sie was machen da. Aber dass sie das aus dem anderen Loch da, dass das alles da, die Kette, sie verstehen die Kette der Abhängigkeiten nicht mehr. Das ist es. Unsere Theoretiker sind geistig total verblödet. Sie sind sowas von schrecklich verblödet, dass man ihnen einfach mal sagen muss, schalte deine Fernsehkiste aus, schalte dir die Theoretiker aus. Sie begreifen die eigene Kette ihrer Abhängigkeiten nicht mehr. Ja, das ist ja mein Ding. Also die begreifen wirklich die Kette ihrer Abhängigkeiten nicht mehr. Das kann man doch nicht aushalten. Da geht man doch irgendwann mal ins Irrenhaus. Ja. Ja, da fange ich mal an. Da gibt es einige, ich möchte sie nicht mit Namen benennen. Ich habe sie jetzt letztens wieder über den TV-Bildschirm hopsen sehen. Natürlich, sie sitzen. Nennt sich nicht eine Sendung da bei denen auch schon die Anstalt? Sie nennen sich selbst die Anstalt. Was glauben Sie denn, was da noch rauskommt, was Sie da sehen? Ja, das ist mal wahr. Also, wenn man das alles schon so weit getrieben hat, dass man glaubt, selbst schon in einer Anstalt zu sitzen, natürlich. Aber die Anstalt bleibt offen, sie haben Freigang. Ja, es sind alles Freigänger. Wir freuen uns über diese Freigänger. Wir lachen uns übermorgen und in die nächsten 100 Jahre wird es so weitergehen, dass wir uns über sie totlachen werden. Über diese völlig verrückten Irren der Angst vor der Hitze. Ja, das ist ja mal wirklich nicht mehr zum Aushalten, was Sie da sagen. Ich glaube, ich nehme das jetzt mal da irgendwo ein bisschen zurück. Dann haben Sie sich jetzt mal als der Deibel und der Scheusal richtig schön ausgetobt, ja. Haben Sie da auch noch irgendwo ein schlechtes Wort? Ja, Sie können mich am Arsch lecken. Ja, das ist ja mal irgendwie am Arsch lecken. Na, bitteschön, dann haben wir das mal gesagt, ja. Aber das ist ein Schuss in den Arsch irgendwie auch ein bisschen was so. Vielleicht ein bisschen mit Schuss in den Arsch. Ja, von mir aus ist das alles nur ein Schuss in den Arsch.
Ja, wunderbar, dann haben wir das mal gehabt. Ich danke Ihnen da schön. Ja, toben Sie sich mal aus. Es will sich einer mal austoben. Sie haben sich ausgetobt und Sie glauben überhaupt nichts. Und die können da alle mal schön sauer sein, weil Sie nämlich nie etwas glauben. Nie, 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 nie. Ja, ich glaube nie. Ich glaube denen kein einziges Wort. Ja, ich bin doch nicht auf den Kopf gefallen. Was soll denn dieser Quatsch? Ja gut, dann haben Sie es mal gesagt. Wir freuen uns über Ihren Beitrag. Einfach wunderbar. Friede, Freude, Eierkuchen. Wunderbar, wunderbar und wunderbar. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben das gehört. Ja, da sind doch irgendwas Menschen da unterwegs mit sich. Da wissen Sie nicht mehr. Man redet Ihnen da wirklich jede Sünde, jede Schuld. Sie sind schuld. Ja, Sie tragen ein Schuldjoch auf Ihren Schultern. Ja, das wird Sie in die Erde stampfen. So ist es nun einmal. Ja, ich stampfe die Schuld in die Erde. Bleiben Sie uns wohl auf, Ihre Berliner Ecke. Ihr Sprachfunk.